Frau Zulauf, Ihre Organisation Pro Senior hat der Digitalisierung kürzlich eine ganze Tagung gewidmet. Genial oder fatal hieß der Titel. Welches Fazit haben Sie gezogen nach diesem Tag? Ich glaube, man kann nicht sagen, es ist entweder genial oder fatal. Also man hat sich mit den Vorteilen, aber auch vielleicht Schattenseiten der Digitalisierung, vor allem im Alter, befasst. Und ich persönlich bin überzeugt von den Vorteilen, die die Digitalisierung hat, wenn man sorgfältig auch das Alter einbezieht in der Entwicklung. Und die Rückmeldungen auch zur Tagung, die waren erstaunlich, also jetzt für mich erstaunlich positiv. Also wir haben praktisch keine negativen Feedbacks erhalten. Das zeigt mir schon, dass es auch ein Bedürfnis ist, für die Leute sich mit dem Thema zu befassen. Hatten Sie eigentlich nie Bammel vor der Veranstaltung, dass diese Online-Geschichte abstürzen könnte? Doch, natürlich. Also ich hatte schon Bammel, als wir das Thema auswählten. Und da hat es sehr, sehr auch kontroverse Diskussionen gegeben in der Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema und der Vorbereitung befasst hat. Ich selber war immer überzeugt, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen müssen. Und als dann auch im Rahmen der ganzen Corona-Maßnahmen auch die Durchführung verändert werden musste oder laufend angepasst werden musste, da hatte ich schon etwas Herzklopfen und ich dachte, ich wollte dieses Thema unbedingt und jetzt hoffentlich klappt es. Aber es hat geklappt und ich bin sehr zufrieden mit dem Resultat. Corona war ein richtiger Beschleuniger, das kann man schon sagen. Nicht? Ja, wahrscheinlich wie auch in vielen individuellen Leben. Ja. Professor Bennett, streamen, skypen mit Twin-Zahlen oder am Computer noch rasch ein Billett lösen. Für Junge ist das ganz selbstverständlich. Wie weit gilt es auch für Ältere, eben diese berühmten Ü60? Es gilt immer mehr. Wir wissen, dass dieser digitale Gap, über den man ja oft spricht, dass der schrumpft, zum Glück. Gleichwohl ist es so, es gibt ihn noch. Es gilt also immer noch nicht in gleichem Maß für die Älteren. Gerade auch die über 80-Jährigen sind da tatsächlich oft in diesen Herausforderungen mit etwas weniger Vorkenntnissen ausgesetzt. Sie leiten das Institut Alter an der Berner Fachhochschule. Wie gewichten Sie da in der Ausbildung diesen ganzen IT-Bereich oder IT-Bereich? Also das durchdringt natürlich alles. Das ist ja so ein Merkmal der Digitalisierung, dass sie um sich greift und dass ihre Möglichkeiten wie unbeschränkt sind. Für die Hochschule typisch ist, dass es sowohl ein Instrument im Unterricht ist, also im Umgang mit den Studierenden, die zu uns kommen, oder auch durchaus den Berufsleuten, die ja in die Weiterbildung kommen. Und gleichzeitig ist es dort auch Thema, Wie kann man mit der Digitalisierung gerade auch in der Altersarbeit umgehen? Eine Umfrage von Pro Senectute, ich lese da gleich die Zahlen, sagt, 95% zwischen 65 und 69 nutzen digitale Angebote. Das heißt, man hat ja mal eine Zeit lang gelästert, dass zum Beispiel bei Facebook, dass das quasi einem Seniorentreff ähnelt. Also wenn man diese Zahlen im Kopf hat, wo ist eigentlich noch das Problem? Sind das wirklich diese, sind glaube ich doch etwa 400.000 Menschen über 80 in der Schweiz? Aber die anderen, können Sie sagen, problemlos? Vielleicht spielt es eine Rolle, wo, also die und wozu die digitalen Medien genutzt werden. Und die Zahlen variieren so zwischen 80 und eben 95, wie Sie gesagt haben. Ich glaube, zugenommen hat sicher die ganze Kommunikationstechnologie, also auch während der Pandemie jetzt,
haben auch viele ältere Leute mit ihren Angehörigen, hatten Kontakt über diese Videoschaltungen. Und das Online-Shopping hat sicher auch zugenommen, aber ich stelle mir vor, dass andere Mittel vielleicht eben noch etwas schwieriger sind, eben gerade auch in der Hochaltrigkeit, wenn gewisse Einschränkungen auch in der Handhabung dazukommen. Also im Bereich Kommunikation sind viele Alte relativ fit, aber wenn es darüber hinausgeht, wird es schwierig. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ja, also ich erinnere jetzt auch an diese Ankündigung der BLS und der SBB, dass sie die Automaten so umstellen wollen, dass keine Bargeldzahlungen mehr möglich sind. Und da gibt es natürlich schon Reaktionen von vielen älteren Menschen, die Schwierigkeiten haben, mit diesen Automaten umzugehen. Und diese Schwierigkeiten können ganz unterschiedlich sein. Sie können physischer Natur sein, also mit Einschränkungen der Sehfähigkeit zum Beispiel oder in der Feinmotorik und so. Aber ich glaube schon, dass es sehr stark als Kommunikationsmittel und Informationsbeschaffung eingesetzt wird. Aber ich weiß nicht, vielleicht hat die Fachhochschule da noch genauere Zahlen. Ja, ich würde eigentlich gerne nicht unbedingt Zahlen, sondern etwas anderes noch ergänzen. Ich glaube, das eine ist die Internetnutzung. Ich glaube, da sieht es wirklich, wirklich sehr gut aus. Da sind die älteren Menschen voll mit dabei. Aber wir haben ja daneben auch dieses enorme Tempo von Innovation. Also wenn man jetzt ein Smartphone nimmt und schaut, wie oft das da Updates kommen oder eben neue Apps, die man dann auch wieder haben sollte, wenn man dieses oder jenes machen möchte. Das ist ja auch nicht nur für ältere Menschen eine Herausforderung oder eine Aufgabe, sondern für uns alle. Aber wenn wir zum Beispiel in der Arbeitswelt noch eingebunden sind oder an einer Hochschule, dann haben wir da eine entsprechende Struktur, die uns da haben Sie einen Support, können Sie anrufen und sagen, Support. Ich verstehe das nicht. Und ich glaube, oder? das ist wirklich ein Punkt, dass dieses Tempo von Neuerung, das ist enorm hoch. Und da mitzugehen ohne Unterstützung, ist nicht ganz einfach. Eben, es überfordert zum Teil ja auch Junge. Es gibt Frust, es gibt, also ich meine, so diese digitalen Medien, das sind ja enorme Zeitfresser. Also das ist, glaube ich, wirklich ein riesiges Problem. Ich möchte aber etwas noch aufnehmen, eben die Digitalisierung, die hat ja wirklich in der kürzesten Zeit unser Leben total umgekrempelt. Jetzt sagen uns Fachleute, am meisten davon profitieren eigentlich die älteren Menschen. Sehen Sie das auch so? Jein. Also ich bin auch ein optimistischer Mensch und ich traue der Digitalisierung sehr viel zu, wenn es darum geht, die Lebensqualität von älteren Menschen zu erhalten oder vielleicht sogar zu verbessern. Es gibt aber auch ein paar Einschränkungen. Also dieses Versprechen hören wir sehr oft und die Ankündigung ist omnipräsent, aber es ist immer noch so, dass eigentlich die Belege dafür, dass die Digitalisierung in all diesen Lebensbereichen, wo sie positive Wirkung haben soll, dass sie das auch wirklich entfaltet, diese Belege sind noch relativ dünn gesät. Also wir haben recht viel Entwicklung, recht viel Neues entsteht, es ist sehr dynamisch, aber wirklich die schlagenden Beweise dafür, dass sich das jetzt schon im Alltag von älteren Menschen ganz positiv bemerkbar macht, so weit sind wir noch nicht. Haben Sie da ein Beispiel? Also was wissen wir, woran denken Sie? Ja, wenn wir jetzt den Bereich des Wohnens nehmen, im Anschluss haben wir ja, glaube ich, noch über Smart Home noch mehr. Das sind enorme Entwicklungen, die da vonstatten gehen, in einem hohen Tempo. Da wird viel entwickelt und gleichzeitig ist es nicht so, dass wir jetzt flächendeckend bei älteren Menschen zu Hause
diese Assistenzsysteme und diese Smart-Home-Anwendungen wirklich sehen würden. Das ist das eine. Und dass wir wirklich sagen können, viele ältere Menschen berichten uns, sie profitieren jetzt schon davon. Das heißt nicht, dass das nicht kommt, aber ich bin da etwas zurückhaltend zu sagen, das ist jetzt schon der Fall. Wie sehen Sie das, Frau Zula? Ja, soviel ich weiß, ist man ja jetzt in einem Projektstadium, also dass man auch von den Fachhochschulen Haushalte sucht, wo solche Unterstützungssysteme eben angewendet werden. Und dann müsste man ja dann auch evaluieren, also was haben die gebracht? Also sage ich zum Beispiel so ein smarter Griff am Kühlschrank, wo man merkt, aha, jetzt ist dieser Kühlschrank eine Woche lang nicht geöffnet worden. Und weshalb ist der nicht geöffnet worden? Oder auch diese Böden, diese smarte Böden, also wo man merkt, aha, es tritt jemand anders auf. Oder fällt hin. Oder fällt hin, ganz genau. Und das sehe ich auch, da ist man in dieser Untersuchungsphase, in Anführungszeichen, der ich eigentlich positiv gegenüberstehe und denke, das könnte ein Fortschritt sein. Und das andere Element ist vielleicht das, dass man ein bisschen, ja, das Alter ist nicht einfach das Alter, oder? Mhm. Und ich selber bin jetzt 66 und ich kann noch profitieren von meinem Wissen aus meiner aktiven Berufszeit. Also ich bin mit der Einführung von Computer und Internet quasi beruflich groß geworden. Aber in 2-3 Jahren weiß ich nicht, wo ich stehen werde, weil die Entwicklung dermaßen rasch vorwärts geht. Und ob ich dem noch folgen kann, das ist sicher eine große Herausforderung. Aber ich habe es bei meiner Mutter gesehen, als die im Altenpflegeheim war und dann keine Besuche mehr erhalten durfte. Und meine Mutter wollte sich nie mit dem Computer befassen. Und es wäre jetzt die Möglichkeit gewesen, mit uns einen Austausch zu haben, eben über einen Videochat zum Beispiel. Und ich musste dann auch innerhalb von kurzer Zeit das ganze E-Banking organisieren. Es wäre vielleicht mir etwas leichter gefallen, hätte sie sich früher damit befassen können. Oder? Aber sie hat das noch angenommen jetzt in ihrem Alter? Sie hat nichts mehr gemacht. Nein, sie ist auch gestorben mittlerweile. Das musste ich dann alles organisieren. Aber es war auch für mich so der Impuls, ich muss dranbleiben. Ja. Ich bin jetzt beruflich, bin ich eben nicht mehr eingebunden und ich kann meine Kolleginnen und Kollegen oder Mitarbeiter fragen. Und ich muss dranbleiben. Das war meine Panik, als ich pensioniert wurde, dass ich abgehängt werden könnte digital. Eben, das ist ja ein Punkt, den ich nachher noch aufnehmen möchte, aber noch eine kurze Nachfrage. Eben all diese Varianten, die Sie jetzt da aufgezählt haben, auch im Bereich des Wohnens. Ja. Da verspricht man sich ja davon, die meisten Leute wollen möglichst lang zu Hause bleiben im Alter und mit diesen Hilfsmitteln, da ist das besser möglich. Ja. Aber es hat natürlich auch einen Preis. Genau. Also, wie stark ist es verbreitet, diese Angst, dass man dann quasi an einem langen Seil gehalten wird, quasi total überwacht wird? Also man weiß, man kann dann kontrollieren, eben wie Sie gesagt haben, was passiert mit dem Kühlschrank, wie hat man sich bewegt, wie steht der Blutzucker oder was auch immer. Und das wird natürlich irgendwo gesammelt. Also kann man sagen, sorry, das ist der Preis für mehr Komfort oder gibt es da Grenzen? Es sollte unbedingt Grenzen geben, ja. Und wir sollten immer die Möglichkeit haben zu sagen, wo auch unsere persönliche Grenze liegt, der Datenweitergabe. Ich finde, bei diesem Punkt ist es immer ganz wichtig zu schauen, welche Bedürfnisse und wessen Bedürfnisse sollen mit einer digitalen Technologie befriedigt werden. Ist es wirklich das Bedürfnis der älteren Person? Wenn diese Voraussetzung gegeben ist und diese Person sagt, ja, ich möchte das für mich,
das ist okay so und ich bin auch bereit, bis zu diesem und diesem Punkt dafür Daten preiszugeben, dann denke ich, ist das kein problematischer Vorgang. Schwieriger ist es, und da kommen halt auch ganz viele Emotionen mit ins Spiel, wenn es eher vielleicht die Ängste, die Befürchtungen anderer sind, zum Beispiel der Angehörigen und gar nicht so sehr wirklich der Wille der betroffenen Person selbst. Natürlich kann ich bin auch Angehöriger und kann das gut nachvollziehen, dass man das Beste möchte für eine nahestehende Person, selbstverständlich. Aber da ist dann tatsächlich dieses Aushandeln und wirklich das auch einander zuhören ganz wichtig. Und da sehen wir, dass es beim Digitalen sehr schnell eben auch ums Soziale geht und nicht einfach irgendwie um eine anonyme technologische Anwendung, die nichts mit einem Gespräch zu tun hat. Mhm. Sie nicken, Frau Zulauf, das kommt Ihnen vertraut vor, wahrscheinlich eben diese Angst vor der Überwachung. Dass ja, gerade bei Eltern, ja, die sowieso ein bisschen Angst haben um ihre Selbstbestimmung und so, dass die dann vielleicht noch mehr skeptisch sind. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Altersthema ist oder altersabhängig ist, diese Angst vor einer Überwachung. Ich meine, wer das Internet betätigt, ist bereits überwacht, sage ich jetzt einmal zugespitzt ausgedrückt, oder? Und diese Angst und auch eine gewisse, stelle ich schon fest, auch, dass die da ist, und dann eine emotionale Angst, wie wir werden gesteuert von diesen digitalen Geräten und vom Internet, und die wissen eben, die nutzen sie das Wissen aus, und wir werden mit, ich weiß nicht was, zum Beispiel Werbung überflutet, die ich gar nicht weiß, und solche Dinge. Und vielfach halt aber wirklich dann bei den älteren Leuten, würde ich sagen, die vielleicht beruflich diese Instrumente noch nicht einsetzen mussten, halt die Berührungsangst auch, was passiert da und was kann ich da falsch machen, zum Beispiel, wenn ich irgendwo drücke, fällt dann alles zusammen. So. Ja, diese Ängste nehme ich natürlich auch wahr. Da sind wir eben... Ich könnte irgendwo falsch drücken, ich mache was falsch. Da sind wir bei dem Thema, was Sie vorher angesprochen haben. Sie sagt, ja, ich muss dranbleiben, sonst werde ich plötzlich abgehängt. Ja. Also, was haben Sie dann gemacht? Haben Sie bestimmte Kurse gemacht? Oder? Ja, nein, das ist jetzt noch frisch und das kann ich noch anwenden. Ich bin noch, ich sage einmal, noch tauglich im Moment. Aber man weiß auch, dass die Entwicklung sehr rasch vorwärts geht. Also wir haben IT-Spezialisten gesagt, die jetzt um die 40 sind. In 5 Jahren kann ich der Entwicklung vielleicht nicht mehr folgen, oder? Das ist, und der Markus Zürcher hat heute Morgen gesagt, es werden nicht vor allem die Leute aus dem Arbeitsmarkt geworfen, die physisch arbeiten müssen, sondern vor allem in der IT-Branche, weil das so eine rasche und komplexe Technologie und Entwicklung ist. Und ich persönlich habe jetzt den Vorteil, dass ich mir zum Beispiel einen Support holen kann bei jemandem, der uns den eben auch freiwillig und ehrenamtlich anbietet, wenn es um die Hardware und Software und eben Update-Folgen-Probleme gibt, die ich auch habe und nicht selber lösen kann. Und das verstehe ich, die Angst von der Abhängigkeit. Hier geht das System nicht mehr weiter, also jetzt kann ich nicht mehr arbeiten. Was mache ich? Wohin gehe ich? Also diese ganze Supportfrage, die ist elementar, denke ich, wenn man diese eben digitale Entwicklung mit ihren Auswirkungen auch auf das Alter anschaut. Also ich habe jetzt diesen persönlichen Kontakt zu jemandem, der gesagt hat, ich biete euch das lebenslänglich an, in Anführungszeichen. Oh, das ist ein großzügiges Geschenk, und der ist doch gratis. Ja, gratis, ja, kostenlos. Ja, also das ist aber eine privilegierte Situation. Ja. Und sonst werde ich mich einfach, ich habe heute auch von diesem Generationentandem gehört, also ich wäre mir dann nicht zu schade, auch einen solchen Verein anzurufen und zu sagen, jetzt komme ich nicht mehr weiter, das ist jetzt, da stehe ich an. Funktioniert das eigentlich, Herr Bennett, wissen Sie das,
diese Hilfe von Jungen zu Alten beim Computer. Also ich meine, es gibt ja ganz viele Großeltern, die sagen, ja, ich sage dann das meinem Enkel, der hat mich jetzt auch da und dort angemeldet und so, der macht dann das. Aber was passiert eigentlich jetzt grundsätzlich, wenn jemand eben nicht so eine super Unterstützung hat wie Frau Zulauf? Also wo gibt es da Hürden oder Unterschiede im Umgang mit dem Computer zwischen Jung und Alt? Ja, also auf Ihren ersten Punkt, ob das immer gut funktioniert, Jung und Alt, das funktioniert zum Teil wunderbar, aber natürlich sind die Älteren wie die jüngeren Menschen sehr vielfältig und das passt nicht immer. Und auch nicht jede ältere Person hat das Bedürfnis, sich das von einer Jüngeren erklären zu lassen. Eine Alternative, die manchmal auch gut funktioniert, sind Gleichaltrige, die gute Computerkenntnisse haben. Da gibt es ja zum Beispiel auch SeniorWeb, also eigentlich eine ganze Organisation, wo ja, die Affinität zum Internet und zum Computer eine Rolle spielt. Also dass man sich das von Gleichaltrigen auch erklären lässt und eben vielleicht sich keine Blöße geben muss gegenüber einer jüngeren oder vielleicht auch nahestehenden Person. Nicht alle möchten das. Das kann natürlich auch ein Weg sein, also diese sogenannte Peer-Gruppe. Eben hat so mit ein bisschen auch Schämen zu tun. Man kann sein. Sachen nicht ich so. Würde nicht sagen, dass das immer ja. so ist, aber nicht alle fühlen sich dabei wohl und manchen fällt es leicht oder haben eine geringere Hemmschwelle, wenn das eine nicht so nahestehende, aber eben vielleicht in einem ähnlichen Alter, in einer ähnlichen Lebenssituation sich befindende Person ist, die einem das erklärt. Und da gibt es auch in Bern jetzt leider wegen der Pandemie, haben diese Treffs nicht mehr stattgefunden, aber da gibt es zum Beispiel auch den Bärenhöck oder das Generationenhaus gibt es auch so ein Hilfsdienst von Jüngeren ist das aber mit Alten. Genau, also ich müsste es effektiv die genaue Internetadresse nochmal nachschauen. Ja, okay. Pardon. Kein gut vorbereitet, aber jetzt im Lampenfieber gescheitert. Aber es gibt diese Höcks, wo man mit seinem Kompi auch kommt und einem vor Ort geholfen wird. Und das sind Ältere für Ältere, das ist dort das Prinzip dann. Was ist der tiefere Sinn? Eben, das war der zweite Teil meiner Frage. Lernen Ältere anders möglicherweise als Jüngere, wenn es um den Computer geht? Also Sie haben vorhin diese Angst davor, dass man einen Fehler macht, angesprochen. Und da ist tatsächlich etwas so, dass Jüngere das weniger haben. Ja, da ist so dieses einfach ausprobieren, einfach mal machen, Versuch und Irrtum. Und das Lernen findet so auf diese spielerische Art oft statt. Und Ältere, und ich zähle mich da durchaus auch schon dazu, fängt früh an. Schätzen es auch, eine strukturierte Anleitung für etwas zu bekommen, Schritt für Schritt, das durcharbeiten zu können, strukturiert. Und da ist ein Unterschied. Und das kann auch in Computerkursen beispielsweise eben eine Rolle spielen, dass die Älteren das nicht so schätzen, wenn es heißt, macht jetzt einfach mal, sondern wirklich gerne diese Struktur und dieses Step-by-Step möchten. Ist das Ihre Erfahrung gewesen, als Sie da so wieder ein bisschen geübt haben? Oder sind Sie wirklich so, ich kann mich erinnern, Sie haben an dieser Digitaltechnik gesagt, ja, Spaß muss auch sein und so bei den neuen Medien. Ja. Haben Sie die? Ich probiere die alle selber aus. Also ich bin so von Natur aus ein ziemlich neugieriger Mensch und ich habe auch gemerkt, ich muss nicht Angst haben, irgendwo hinzudrücken, da passiert nichts. Ich hatte, als das Internet eingeführt wurde und ich meinen ersten Computer hatte und einen Internetzugang, da habe ich ganz skurrile Erfahrungen gemacht, weil ich auf Websites landete, die jenseits von Gut und Böse waren und ich das Bild nicht mehr wegbringen konnte. Und da habe ich auch einen Pullover
Pullover über den Bildschirm gehackt, damit es niemand sieht, oder? Das muss ja wirklich eine schlimme Webseite geben. Ja, aber ja, ich probiere das alles aus, auch mit den sozialen Medien. Seinerzeit bin ich auf Facebook gegangen, nur um herauszufinden, wie ich das tun muss. Und wie das abläuft und so, ich konnte es dann wieder abstellen. Ich bin nicht auf Facebook, aber sonst auf so beruflichen sozialen Netzwerken. Und das versuche ich dann selbst, also das macht mir Spaß, das auch ein bisschen selber herauszufinden, wie das funktioniert. Aber auch hier muss ich ab und zu jemanden fragen, du, wie bringe ich jetzt dieses Bild hoch oder wie mache ich jetzt diesen Bericht, dass das die anderen sehen und so weiter. Ja. Ja. Wir haben Smart Home schon erwähnt, also ja, die Möglichkeiten, dass man dank digitaler Hilfe, künstliche Intelligenz zum Teil auch, dass man da länger zu Hause bleiben kann im Alter. Aber wir wissen alle, in der Schweiz fehlen Tausende von Pflegekräften. Das wird sicher noch zunehmen. Stichwort eben auch da, künstliche Intelligenz, sie soll quasi diesen Mangel etwas beheben helfen. Wie groß sind da Ihre Hoffnungen? Die Erwartungen sind ja riesig. Ja, dass jetzt wirklich Pflegepersonal in ganz großem Stil durch Service-Roboter oder Ähnliches ersetzt werden, da bin ich eher etwas skeptisch, dass das so passiert. Also ich finde es schon wichtig und richtig, dass wir uns anstrengen, diesen Bedarf an Personal, wenn möglich auch wirklich zu decken. Was ich glaube, ist, dass es gelingen kann, Pflegepersonal durch digitale Technologien so zu entlasten, dass sie sich auf ihre Kernkompetenzen und ihre Kerntätigkeiten konzentrieren können und dass dadurch vielleicht sogar eine Attraktivitätssteigerung nochmals im Pflegeberuf möglich ist und es uns auch so gelingt, weiter Leute für diesen Beruf zu begeistern. Ich glaube zudem, dass es möglich sein kann, Personen von körperlich sehr anstrengenden Tätigkeiten also heben zu zum entlasten. Beispiel. Da gibt es Robotikanwendungen, so Exoskelett-Robotik, die das ermöglicht. Das könnte auch ein Weg sein. Ich bin nicht so überzeugt davon, dass wirklich die direkte Interaktion mit dem Menschen bei uns jetzt ersetzt werden wird durch Interaktion mit dem technischen Hilfssystem. Was nicht heißt, also ich bin überhaupt nicht gegen Robotikanwendungen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass sogar in Zukunft einfache Gespräche möglich sein werden, auch aufgrund der künstlichen Intelligenz mit einem Hilfssystem. Und dass das auch im Pflegekontext eine große Hilfestellung im Alltag sein kann. Aber dass es wirklich die pflegenden Personen, Menschen im großen Stil nicht mehr braucht, das glaube ich eher nicht. In Japan, Frau Zulauf, sollen Betagte ja ganz entzückt künstliche Hunde streicheln und von Robotern gefüttert werden. Ist das eine Vorstellung, die absurd ist für Sie, oder kommt das einfach mit einer gewissen Verzögerung auch zu uns? Man sagt ja, in der Schweiz sei eines von den digital affinsten Ländern oder Gesellschaften. Ich habe einmal gehört, nebst Japan, aber ob das jetzt immer noch so ist, weiß ich nicht.
Ich sehe es ähnlich wie Herr Bennett, also als Unterstützungssysteme kann ich mir das vorbereiten und dass nicht jede Pflegekraft das Gleiche fragt im Abstand einer halben Stunde und dann noch die Assistenzärztin und der Oberarzt und der Chefarzt alle hintereinander. Dafür finde ich das sicher ein gutes System oder eben auch für physische Entlastung, also Patienten nicht heben zu müssen und so. Aber Pflege, finde ich, ist ein Beruf, der berühren muss, emotional und körperlich. Und das sollte meiner Meinung nach unbedingt bleiben, das ist unersetzbar. Aber was es heißt in Bezug auf die Personalfrage oder Personalsituation in der Zukunft, das ist für mich etwas schwierig zu beantworten. Ich möchte nicht, dass das bei uns der Fall wäre. Also ich möchte nicht mit einem Computer sprechen müssen. Eben, die Frage ist ja, wer sagt Stopp? Diese Entwicklung wollen wir nicht. Also wie und wo können Betroffene, ihre Angehörigen, Fachleute sich da einbringen bei der Entwicklung? Weil ich habe den Eindruck, es wird wahnsinnig viel geforscht und entwickelt jetzt, hängt sicher auch mit dem immer höheren Alter von allen möglichen Leuten auf der ganzen Welt zusammen. Ja, also das ist unbedingt notwendig, denke ich, in der Entwicklung, in der digitalen Entwicklung, dass die Seniorinnen und Senioren einbezogen werden müssen in den Entwicklungsstadien selber und dann natürlich auch, wenn es darum geht, die Geräte zu konzipieren, die man dann auch, beherrschen sollte. Ich glaube, da ist wahrscheinlich die Politik auch gefragt. Also es gibt ja Verbände, es gibt zum Beispiel den Schweizerischen Seniorenrat und es gibt in allen Gemeinden. Da sind Sie Mitglied? Da bin ich Mitglied und da ist das Digitalisierungsthema respektive die Mitsprache ist da und die Abstimmung auf die Bedürfnisse der älteren Menschen ist da auch ein Thema. Es wird wahrscheinlich letztlich über diese Wege gehen müssen, dass man hinhört. Es gibt so viele Initiativen, private Vereine, die viele gute Projekte führen, also auch Supportprojekte etc. Eine so große Auswahl, dass man am Schluss nicht weiß, wo soll man sich hinwenden, wenn man entweder Angehörige oder selbst eben Betroffene ist. Und um Einfluss zu nehmen, da müsste man schon, denke ich, eben da müsste man fordern und es gibt Altersorganisationen, die dazu da sind, solche politische Forderungen auch zu stellen. Können Sie das beurteilen, Herr Bennett? Ich habe manchmal den Eindruck, es sind vor allem natürlich junge Leute, Ingenieure, die Sachen ausprobieren wollen, aber zur Benutzung braucht es dann die Älteren. Also wie eng wird da zusammengearbeitet? Wie stark achtet man da wirklich auf die Bedürfnisse? Ja, es hat sich schon enorm viel verändert. Also ich würde sagen, es ist mittlerweile so in der Altersforschung, wo es auch um Technologieentwicklung geht, ist das eigentlich wirklich das Credo, es geht in der Entwicklung nicht ohne den Einbezug der Nutzerinnen und Nutzer und in dem Fall der älteren Menschen. Es gibt sicher einen gewissen Unterschied jetzt noch zwischen Forschung, wo man so einen Standard verlangen kann, wo es auch Geldgeber gibt, die das verlangen, dass das so gemacht wird und wo es die Zeit dafür gibt. Und natürlich für Firmen, die am Markt bestehen müssen, sind engere Produktionszyklen gefragt. Und da ist ein solcher Einbezug in der Form sicher noch nicht jetzt einfach selbstverständlich. Von daher geht es, glaube ich, wirklich nicht, auch ohne das politische Lobbying dafür. Aber es hat zugenommen, ganz klar, dass es eben diese Living Labs, also so diese Reallabore gibt, dieser Grundsatz, es wird eben nicht eigentlich in einem im Elfenbeinturm in einem Labor etwas entwickelt, sondern man geht zu den Leuten nach Hause und schaut, wie kann man dort ein Produkt einbetten, wie passt es rein, welche Bedürfnisse soll es wirklich. Also ist es alltagstauglich, das ist eigentlich der Hintergrund. Das ist das zentrale Ziel. Ja.
Stichwort Kosten. Weiß man eigentlich, also das tönt ja eher nach ja, aufwendigen Entwicklungsgeschichten. Wer soll das eigentlich bezahlen? Ist das eine Privatsache? Haben wir da dann wieder das Problem, manche können es sich leisten, manche nicht? Muss das der Staat übernehmen? Oder ist es zu früh, das zu fragen? Die Entwicklungsgeschichte ist vielleicht noch etwas anderes, aber die Anschaffungsgeschichte, ja, das ist, denke ich, ein großes Problem. Die einen können sich eine IT-Infrastruktur leisten, die haben ein Smartphone, ein iPad, einen Laptop und so und sonstige weitere ja, Apparate oder Instrumente. Das kostet. Und es gibt sicher eine große Anzahl von Menschen, die sich das nicht leisten können. Und man darf nicht vergessen, die Leute, die Rente, also Menschen in Rente, die gehören nicht zu den Wohlhabendsten, auch wenn das immer wieder politisch so kolportiert wird, damit man die Rente torpedieren kann. Aber der Großteil der Rentnerinnen und Rentner, die haben kein großes Einkommen mehr. Und dann muss man schon schauen, was bedeutet das jetzt auf die Zukunft, wenn diese digitale Entwicklung weitergeht. Und man kann sich die Frage stellen, ob zum Beispiel Leute, die Ergänzungsleistungen beziehen, ob man in Zukunft daran denken muss, auch ein solches Gerät zu finanzieren. Ja, das wäre vielleicht so ein Ansatzpunkt auch. Aber das ist so, der Graben könnte zwischen wohlhabend und weniger und Armut, der wird sich noch vertiefen, auch mit der ganzen Digitalisierung, es sei denn, die werden so billig, die Geräte. Wäre quasi zum Standard in jeder Wohnung, in jeder Alterswohnung. Ja, so wie man ein Hörgerät oder ich weiß auch nicht anschaffen muss. Wir zahlen ja die meisten dann selbst. Alter. Ja, es ist nicht ganz abgedeckt, die Hörgeräte, ja, wenn man zum Beispiel unterstützt werden muss durch die Ergänzungsleistung zum Beispiel. Ja. Eben, wir haben jetzt über die Technik gesprochen, auch die Vorteile, die, gerade in der Kommunikation, also man kann besser miteinander kommunizieren, eben skypen oder nur schon am Computer oder am Handy eben kommunizieren, aber kann man auch sagen, mehr Technik, weniger persönliche Kontakte? Also weiß man, was die Digitalisierung eigentlich bewirkt bei älteren Menschen? Also es gibt eigentlich keine Belege dafür, dass Personen jetzt sozial isoliert werden, weil sie ganz viel Technik anwenden oder weil sie nur noch vor dem Computer sitzen. Es ist eher so, dass schon sozial gut integrierte Personen diejenigen sind, die dann auch am ehesten von diesen digitalen Möglichkeiten profitieren können. Und wir haben eigentlich das gleiche Problem im digitalen wie im analogen Bereich, dass es Menschen gibt, die wir schlecht erreichen, die wir gerne mit Unterstützungsmaßnahmen zur sozialen Integration, zur gesellschaftlichen Teilhabe erreichen möchten. Es gelingt aber nicht gut. Wir kommen nicht gut an diese Menschen heran, weil sie eben sozial schon isoliert sind. Und diese Leute profitieren auch bis jetzt zu wenig von den digitalen Möglichkeiten. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Handlungsfeld, dass wir da nicht das Potenzial der digitalen Hilfsmittel noch besser nutzen können. Da sind wir wieder beim Abgehängtwerden oder Vergessenwerden. Es steht ja immer die Forderung im Raum, ja, ihr müsst halt das lernen, das ist jetzt einfach so, es ist nicht die Frage, sollen wir oder wollen wir, sondern ihr müsst einfach, müssen alte Leute das? Oder können Sie einfach sagen, sorry, muss ich jetzt nicht mehr haben? Ja, zum Preis eben abgehängt zu werden? Ich sage, im Alter muss man einfach eigentlich gar nichts mehr müssen. Ich
es gibt wahrscheinlich kein Rezept dafür und jeder muss bei sich selber nachfragen. Ich glaube schon, dass man halt mit dieser Entwicklung halt mehr lernen und länger lernen muss, sage ich jetzt. Man muss ja lernen, wenn man digital unterwegs sein will. Und man muss sich überlegen, was sind die Konsequenzen, wenn ich das nicht mehr tue. Kann es mir mein Leben erleichtern? Kann ich einen Austausch haben, wenn ich nicht mehr gehen kann? Oder es gibt Menschen, die leben zu Hause, also sicher vorwiegend hochaltrige Menschen, die können noch zu Hause leben, aber können sich nicht mehr gegen außen bewegen, so aus physischen Gründen. Und da könnte es ein sehr, sehr gutes oder könnte es sehr vorteilhaft sein, dann in Kontakt zu kommen mit jemand anderes. Aber das braucht Vertrauen und es braucht im Support oder im Austausch eine Nähe. Das kann nicht irgendwie eine anonyme Stelle sein im übernächsten Dorf oder so. Ja, man muss sich wahrscheinlich mit der Frage auseinandersetzen, bleibe ich dabei oder sage ich einmal, es ist mir egal, aber dann wird man halt auch fremdbestimmt. Man wird dann von anderen fremdbestimmt, weil all die, die das für einen tun müssen, was man selber nicht mehr kann, also Einkäufe kann ich dann, man könnte es online erledigen, selber. Mhm. Aber dann macht das halt jemand für einen. Und es ist wie ein anderer Weg dann. Es ist ein anderer Weg, aber auch da ist eine gewisse Fremdbestimmung da dann. Und man kommt nicht um eine eigene Entscheidung herum, denke ich. Würde mich noch interessieren, welche Rolle eigentlich der Staat, die Gemeinde, zum Beispiel eine wie Bern hier spielen soll. Es gibt ja das Projekt der Nachbarschaftshilfe beispielsweise, eine Initiative, die hier ergriffen worden ist. Die Pandemie hat gezeigt, dass in vielen Bereichen die staatlichen Behörden, dass die da sehr hinterher hinken. Und jetzt ist überall, wird gesagt, wir müssen digitaler werden. Man kann die Steuererklärung bald nur noch am Computer oder vielleicht in manchen Gegenden sogar nur noch am Computer machen. Ich habe vorhin zufälligerweise ein Gespräch mitgehört, wenn man sich für eine Impfung anmelden will, dann wird es schwierig, wenn man keinen Computer hat. Also wie weit ist da eben auch der Staat, wie weit sind die Behörden gefordert, da wirklich konkrete Hilfen anzubieten? Also zum einen finde ich, dass gerade in der Frage Digitalisierung und ältere Menschen habe ich den Eindruck, gibt es so Grundsätze, die ich auch in der Stadt Bern wiederfinde, die eigentlich auch für die Digitalisierung gelten. Also es ist wichtig, dass Akteure vernetzt werden, dass wir nicht zu viel irgendwie parallel auch digitale Lösungen entwickeln, nicht voneinander wissen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Rolle. Wo auch der Staat und die Verwaltung aktiv sein können oder vielleicht auch sollten, dann Information bereithalten für die Leute. Es ist schwierig, immer da am Ball zu sein und alle aktuellen Informationen zu haben. Das heißt, die Informationen halt auch einholen, Expertise bereitstellen und dann Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellen. Und dann das Dritte, was ich aber schon auch wichtig finde, ist der Trend, dass halt an der Gesellschaft teilzuhaben immer mehr auch bedeutet, man muss auch digital teilhaben können. Das ist natürlich schon eine auch harte Forderung. Und hier, finde ich, hat der Staat eigentlich auch die Aufgabe zu schauen, dass es auch noch analoge Alternativen gibt. Also man muss parallel fahren. Also zumindest in essentiellen Bereichen scheint mir das ganz wichtig, wenn wir nicht einfach gewisse Teile der Bevölkerung da exkludieren wollen. Wir haben wie immer ein paar Fragen von außerhalb. Eine passt dazu. Ich habe sie schon vorher kurz
angesprochen, eben ich habe keinen Computer, fühle mich bei der Organisation für die Corona-Impfung, für die Anmeldung alleingelassen, auch Prosenektute kann mir nicht helfen. Ist das noch gerecht? Das ist die Frage. Ist es noch gerecht, dass ich da wirklich von Pontius zu Pilatus, sage ich jetzt mal, gehen muss, nur damit ich da einen Termin finde? Nein, sicher heute noch nicht. Vielleicht wird es einmal gerecht sein, aber in der heutigen Situation nicht. Ich möchte aber hier noch auf ein Projekt hinweisen im Tessin. Und zwar hat man in Matscha und Unternonetal, das ist ja von einer starken Auswanderung betroffen. Also die Mittelalterlichen und Jungen wandern ab und es bleiben die Alten zurück. Die Postfilialen schließen, die Bank schaltet zu, keine Läden mehr. Und da wurden die Leute in den Talschaften interviewt, dieses Projekt führt ein Dr. Schürch von der Uni Lugano. Und man hat die Bedürfnisse erfasst dieser Bewohner. Und da kam eben auch zum Ausdruck, dass unbedingt ein digitaler Support, sage ich dem jetzt einmal, in Anführungszeichen zur Verfügung stehen muss. Und man möchte dort eine Art Drehscheibe aufbauen in den Tälern, in diesen beiden Tälern, wo eben auch digitale Hilfe angeboten wird. Ich sage jetzt dem so durch Freiwillige. Also wenn eben jemand eine Steuererklärung ausfüllen muss über den Computer und das nicht kann, würde man das tun, zum Beispiel. Oder eben jetzt das Beispiel mit der Anmeldung zum Impfen. Dann würde man das übernehmen. Man muss ja trotzdem auch über diese Plattform gehen, wenn man überhaupt hinkommen will. Aber dann würde man das übernehmen. Und ich finde das eine ganz tolle Sache. Und ich denke, dass man darüber nachdenken müsste, ob das nach den anderen Teilen der Schweiz eben auch so entwickelt werden können. Also heruntergebrochen auf die Stadt Bern. Wir haben zum Beispiel Quartiermitwirkungen. Die haben einen Leistungsauftrag von der Stadt Bern. Und es wäre doch denkbar, diesen Leistungsauftrag zu erweitern, zum Beispiel eben mit einer solchen Supportstelle und Freiwilligen, die da dann auch vermittelt werden könnten. Es könnte auch so sein, dass man in einem Quartierzentrum zum Beispiel zwei Computer hätte, wo man hingehen könnte und jemand hilft einem mit, für all die Leute. Ja. Eben. So wären Fernsehen natürlich, das ist wieder eine andere Frage, sofern sie überhaupt mobil sind. Ja. Aber damit man ihnen vor Ort helfen kann, wenn sie keinen Computer zu Hause haben. Ja. Ist das so? Ja, es müssen Menschen dort sein, es darf nicht zu weit weg sein von den Leuten, die die Unterstützung benötigen, weil sonst haben sie nicht das nötige Vertrauen. Also es muss eine gewisse Nähe auch da sein. Also, dann eben ist jemand, der nur noch analog unterwegs ist und das nicht verändern kann oder will, wäre meiner Meinung nach an seinem solchen Ort eben auch gut aufgehoben. Aber es ist nicht gerecht, es ist so vieles nicht gerecht auf dieser Welt. Ja. Eine andere Frage, fördert die Digitalisierung die Einsamkeit oder ist das eine Mehr? Sie haben schon gesagt, Herr Bennett, es ist im Prinzip so, dass wer neugierig ist und offen und so und sowieso soziale Kontakte hat, der bleibt das auch mit der Digitalisierung. Sehen Sie das gleich, Frau Zulauf? Ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass die Digitalisierung zu einer Vergrößerung der Einsamkeit führen kann, höchstens zu Augenschäden. Nein, aber die entstehen ja als ganz jung, weiß man, aus China, oder? Wie kann ich entscheiden, welche Entwicklungen ich noch mitmachen soll und wo ich verzichten kann? Ja, also das lag mir vorhin schon etwas auf der Zunge. Ich habe manchmal den Eindruck, so dieses man muss unbedingt bei all diesen Entwicklungen am Ball bleiben und überall ganz fit sein. Das hat auch so etwas sehr Schweres. Das klingt immer nach sehr viel Anstrengung und Mühe. Stress, würde ich fast sagen. Und da bleibt irgendwo die Freude auf der Strecke. Und wenn man es eher vom Nutzen her denkt, oder? Also, wozu könnte mir das dienen, diese Anwendung, dieses Computerprogramm, was kann ich damit machen?
Skype ist ein einfaches Beispiel. Ich kann damit mit Enkelkindern sprechen, die vielleicht auch weit weg sind. Das ist ein ganz konkreter Nutzen. Und da stelle ich einfach immer wieder fest, das ist dann ein ganz erstaunlicher Lernantrieb, wenn der Nutzen der digitalen Technologie so klar wird, so eindeutig ist, dann das kann Berge versetzen. Mhm. Selbst relativ komplexe Anwendungen. Das heißt, um die Frage dieser Dame oder dieses Herrn zu beantworten, ich glaube, ein gutes Entscheidungskriterium ist, was nützt es mir? Mhm. Und ist das für mich ein attraktiver Nutzen? Mhm. Und ja, ich würde schon auch sagen, Frau Zulauf hat gesagt, im Alter muss man gar nichts mehr. Ich würde auch sagen, es ist schon auch ein Privileg des Alters, dass man manches auch weglassen darf. Das finde ich wichtig, glaube ich, gehört dazu, dass man also mehr auswählt und halt auch das wählt, was einem Freude macht. Und dann ist vielleicht diese digitale Entwicklung auch nicht ganz so sehr ein Schreckgespenst, sondern auch etwas Lustvolles. Also müsste man gerade ältere Menschen eher mit Geschichten versuchen zu begeistern, ein Handy oder ein Computer zu bedienen? Ich glaube, es ist etwas demonstrieren. Was kann es wirklich nützen? Das ist etwas ganz Wichtiges. Ich glaube, ein Problem ist, man spricht ganz oft von intuitivem Design. Und da glaube ich manchmal schon, dass das Intuitive jetzt nicht unbedingt für die Älteren dann unbedingt so stimmt. Und da braucht es manchmal tatsächlich Anregungen. Siehst du, das kannst du konkret damit machen. Oder ich brauche das so. Und das ist total praktisch. Also manchmal zeigt sich dieser Nutzen nicht sofort. Und ich glaube, das ist dort auch gelegentlich ein wenig das Problem. Und wenn sich der zeigt, dann ist das oft, wie gesagt, ist ganz viel möglich. Also vielleicht ist die Krankenkassenprämie noch so etwas, oder? Ich bewirtschafte jetzt meine Krankenkasse, also man macht ja mit der Zeit alles selber. Ich weiß nicht, weshalb es noch Firmen gibt, die eigentlich dafür verantwortlich wären. Aber ich bewirtschafte jetzt meine Krankenkasse online. Ich schicke meine Arzthonorare und so schicke ich online und so. Dafür habe ich 5% Rabatt auf der Prämie. Und das möchten Sie jetzt beim Coop oder beim Migros auch, wenn Sie selbst die Kasse übernehmen? Also eben, das möchte ich dann nicht. Ich möchte ja nicht den ganzen Tag nur mit diesen Arbeiten beschäftigt sein. Aber ich meine, das ist ja schon auch interessant. Da haben Sie jetzt gesagt, da haben Sie jetzt einen Rabatt. Ja. Aber es gibt ja immer mehr Funktionen, die auf die Konsumentinnen und Konsumenten abgewälzt werden oder übertragen werden. Das wird natürlich als Angebot verkauft. Ja. Da haben Sie eigentlich, außer dass Sie vielleicht nicht anstehen müssen, oder so, haben Sie gar keinen Nutzen. Ja. Aber ich sage, das Beispiel mit den Kontoauszügen oder bei der Bank ist auch so etwas, zahle ich 2 Franken pro Kontoauszug, wenn ich den physisch haben möchte. Ich möchte ihn eigentlich physisch haben, weil ich ein so taktiler Mensch bin. Aber die 2 Franken pro Jahr über all die Jahre hin, pro Auszug über all die Jahre hinweg, das läppert sich zusammen. Also habe ich beschlossen, darauf zu verzichten und eben das auch online abzurufen. Aber das belastet meine Zeit, mein Ressourcensystem. Also ich setze einfach dann meine Zeit für so etwas auch ein, oder? Mhm. Eben, und ich mache es aber auch, das muss ich schon sagen, damit ich begreife, wie es funktioniert. Nebst den Ersparnissen. Ich glaube schon, Herr Bennett hat es richtig gesagt, man muss vielleicht etwas aus dem Leben greifen als Beispiel, eben der Nutzen, dass man begreift, aha, da habe ich jetzt einen Vorteil, wenn ich das über das Internet abwickle oder mit dem Smartphone. Und vielleicht kann man auch sagen, Influencerin oder Influencer, das kann man auch im Alter werden. Da gibt es noch nicht so viele, glaube ich, oder? In der Schweiz. Alte Menschen, die Nein, stimmt.
Das oder? Stimmt, das, ja. wär vielleicht noch etwas. Ja, das ist richtig. Also ich danke Ihnen sehr herzlich. Ich habe noch eine Minute zu vergeben. Ja. Ist irgendetwas, was Sie denken, das ist noch eine Botschaft in dem Bereich Digitalisierung und Alter, die Sie noch nicht anbringen konnten? Ja, ich finde das Allerwichtigste eigentlich, oder die allerwichtigste Möglichkeit, die die Digitalisierung hat, meiner Meinung nach, ist, dass sie Positives stiften kann im Bereich der sozialen Integration. Mhm. Also für mich stehen weniger irgendwelche Gadgets und Hightech im Vordergrund, als eigentlich Informations- und Kommunikationsmittel, die dazu dienen, dass soziale Kontakte aufrechterhalten werden, möglich bleiben, dass dort, wo das soziale Gefüge gut funktioniert, dass es durch die Digitalisierung unterstützt wird. Denn das ist so vielfach belegt, dass die sozialen Kontakte eine unglaubliche Fülle von positiven Effekten für uns haben, auf unser Wohlbefinden, auf unsere Lebensqualität. Und hier, glaube ich, kann die Digitalisierung am allermeisten leisten. Ich würde einfach sagen, keine Angst haben und vielleicht mit einem einfachen Smartphone anfangen, wenn man noch rein analog unterwegs ist. Und wenn es nicht passt, kann man es, es ist sowieso nach ein paar Jahren dann und ein paar Updates, kann man es wahrscheinlich nicht mehr gebrauchen. Aber einfach herausfinden, wie man das sonst auch macht im Leben, was passt und was passt nicht. Und Sie haben ganz offensichtlich Freude an der digitalen Welt. Ja, Möglichkeiten. Ja, das macht mir Spaß, ja. Mir wird sicher bleiben, das Bild vom Pullover, das Sie über den Computer gehängt haben, damit man Ihre gefährlichen Websites nicht mehr sehen kann. Also, das war die Präsidentin Pro Senior Bern, Ursula Zulauf. Sie ist auch Mitglied im Schweizerischen Seniorenrat und Professor Jonathan Bennett vom Institut Alter der Berner Fachhochschule. Merci vielmals für die spannende Debatte zum Thema Digitalisierung.